Good afternoon, everyone. Welcome to today's webinar. My name is Tarek Odali from Business Review, and I will be your host. This webinar will be presented in German following my short introduction. It is our pleasure to have Donaldson Filtration with us today, who will be discussing selection criteria for filtration devices in food and beverage. Today's guest speakers are Dr. Peter Schwartz, Research and Development Manager, and Stefan Lobert, Business Development Manager. I'd like to welcome you all to our webinar platform, ON24. You'll notice that this webinar is browser-based, so if you disconnect for any reason, please just click on the link that you received via email and you'll be able to rejoin the session. In order to ask your questions, you can send them in at any time via the questions widget. Just type them into that box at the top left-hand corner of your screen and then click submit. We will allocate around 10 to 15 minutes at the end of the session to address any questions or thoughts that you may have. If you click on the green resource list widget, you'll be able to view or download some PDF files relevant to this webinar. And please use the yellow help widget if you require any technical assistance. You're also free to move, resize, and maximize any of the windows in front of you to get a better view of the slides. But now, without any further ado, please allow me to welcome Stefan. Thank you, Derek. Ganz herzlichen Dank. Guten Tag an alle Teilnehmer dieses Webinars und ein herzliches Willkommen von unserer Seite. Vielen Dank auch dafür, dass Sie sich die Zeit zur Teilnahme an dieser heutigen Veranstaltung nehmen. Mein Kollege Dr. Peter Schwartz und ich werden Sie in den nächsten 45, 60 Minuten durch dieses Webinar führen, das sich auf die Auswahl geeigneter Filtrationsmittel in Anwendungen im Lebensmittelbereich bezieht. Wir werden uns damit beschäftigen, wie man geeignete Filter auswählt, wobei wir in einem ersten Schritt Ihnen die grundlegenden Wirkprinzipien von Filtern erklären möchten, die viele von Ihnen in Ihren Produktionsanwendungen und Prozessen einsetzen. Danach werden wir auf die Selektionskriterien eingehen. Hierbei kommt auch die notwendige Dokumentation zur Sprache und zum Tragen, die sich auf Filterleistung, Kontaktkompatibilität bei Lebensmitteln und auf andere Anforderungen beziehen. Schließlich werden wir ansprechen, wie die verschiedenen Aufbauarten der Filter, die Gesamtkosten im Englischen auch als Cost of Ownership bezeichnet, ihre Produktion beeinflussen und die Kosten in ihrer Produktion beeinflussen. Bevor wir in die Auswahlkriterien en Detail einsteigen, zunächst eine kurze Einleitung über die Grundaufgaben des Filters. Als Filtration bezeichnen wir ein physikalisches Verfahren zur Abtrennung von vornehmlich festen Bestandteilen aus Medien, oder Fluiden auch genannt. Diese Medien können Flüssigkeit, Dämpfe oder auch Gase sein. Hierbei kommen eine Vielzahl von verschiedenen Effekten in der Filtration zum Tragen, die sich in Abhängigkeit der entsprechenden Fluide ganz unterschiedlich auswirken. Das sind in erster Linie der Siebeffekt, die Diffusion, die Massenträgheit oder auch die Absorption von Partikeln als Haupteffekte. Nun, wie klassifiziert man die Filtration? Unter der Prämisse, dass sich die Filtration nach Art der Technologie und Wirkmechanismen unterscheiden, haben wir den folgenden Ansatz gewählt, um den Grad der Komplexität heute etwas zu reduzieren und die Auswahl ein wenig zu vereinfachen. Die offensichtlichste Unterscheidung bezieht sich auf das zu filtrierende Fluid oder Medium. In Lebensmittel- und Getränkeanwendungen unterscheiden wir dabei hauptsächlich nach Luft, Gasen, Dampf und Flüssigkeiten. Diese Unterscheidung, die wir hier gewählt haben, wird uns im Laufe der Präsentation wie ein roter Faden weiterhin begleiten. Als nächstes gilt unser Augenmerk der Arten von Filtermedien, die in mechanischen Filtern verarbeitet werden. Uns ist natürlich hierbei bewusst, dass die gewählte Klassifizierung natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Wir haben uns aber auf die maßgeblichen Medien beschränkt. Zunächst einmal haben wir Membranfilter. Diese sind durch eine homogene Porenstruktur gekennzeichnet, die eine Art Siebfunktion an der Oberfläche der Membran ermöglicht. Membranfilter werden in erster Linie in der End- oder der Sterilfiltration eingesetzt und dienen dort der Rückhaltung von extrem kleinen Partikeln, wie beispielsweise von Bakterien. Gesinterte Edelstahlfilter weisen eine hochporöse Struktur aus. Diese bestehen aus gesinterten Edelstahlkugeln, die an ihren Kontaktstellen unter Einwirkung von Druck und Temperatur aneinander geschweißt sind
und eine Art Festkörperstruktur bilden. Die Rückhaltung der Verunreinigung findet in der Tiefe dieser Struktur statt. Deswegen haben wir eigentlich hier einen Tiefenfilter, wobei Tiefenfilter selbst in ihrer eigentlichen Art dadurch gekennzeichnet sind, dass sie eine willkürliche Faserstruktur haben und bei dem Material es sich meistens um ein anorganisches und oder synthetisches Material handelt. Wie der Name suggeriert, bei Tiefenfilter werden die Partikel in der Tiefe dieses Mediums zurückgehalten. Verbindet man das nun mit der Klassifikation, die ich eingänglich ansprach, Klassifikation der Fluide, so werden Tiefen- und Membranfilter hauptsächlich für Luft- und für Flüssiganwendungen eingesetzt, während gesinterte und Tiefenfiltermaterialien für Dampffiltration und Tiefen- und Membranfiltration für Flüssiganwendungen eingesetzt werden. Dies führt uns zum Thema des Filteraufbaus oder des Filterdesigns. Die Frage ist ein weiteres Kriterium bei der Klassifizierung. Und hierbei unterscheiden wir in erster Linie zwischen gewickelten, schmelzgeblasenen, gesinterten und plissierten Filtern. Es ist ein Kriterium für die Beschreibung des Aufbaus. Auf die Anwendung bezogen bedeutet dies, dass in Luft- und Gasanwendungen gewickeltes und plissiertes Material häufig zum Einsatz kommt, während bei der Dampffiltration mit Edelstahlmaterialien und bei Flüssigkeiten mit entweder schmelzgeblasenen oder plissierten Konfigurationen gearbeitet wird. Diese Klassifizierung im Hinterkopf behaltend ermöglicht uns nun einen Einblick in die Aspekte wie Filterleistung, Betriebssicherheit und der Gesamtkosten des jeweiligen Systems oder auch Cost of Ownership bezeichnet. Das wichtigste Kriterium und auch das offensichtlichste, was sich am schnellsten bemerkbar macht in der Anwendung, ist der Druckverlust, der auch als Delta P oder DP bezeichnet wird. Es ist dabei wichtig zu verstehen, dass jeder Filter unabhängig vom Typ, vom Medium, von dem Fluid oder des Herstellers einen Widerstand in irgendeiner Weise im System darstellt, der einen Systemdruckverlust verursacht. Jeder Filter verursacht Gegendruck, den das Niveau durch einen höheren Pumpen- oder Kompressorendruck zu egalisieren versucht, dadurch ein höheres energetisches Niveau verursacht und damit natürlich erhöhte Betriebskosten verursacht. Somit macht es Sinn, den Druckverlust so gering wie möglich zu unterhalten. Für neue Anwendungen empfehlen wir einen Bereich von 0,1 bis 0,3 Bar als Anfangsdifferenzdruck. Die Bestrebungen, den Druckverlust so gering wie möglich zu halten, sind natürlich unmittelbar, wie ich bereits erwähnte, mit den Kosten des Systems verbunden. Bei gegebenen Druckverlustanforderungen, wenn also das Druckverlustniveau definiert ist, können die Filtersysteme kleiner ausgelegt werden, was sich günstig auf den Investbetrag auswirkt. Als Daumenregel gilt hierbei, dass plissierte Filter geringere Druckverluste aufweisen als deren gewickelte, deren schmelzgeblasene oder gesinterte Pendants, und zwar unabhängig vom Fluid selbst. Was uns zum nächsten Aspekt führt, nämlich der Filteroberfläche. Eine Vergrößerung der Filteroberfläche erhöht die Schmutz- oder die Verunreinigungsrückhalterate oder in anderen Worten die Masse an Partikeln, die ein Filter im Verlauf seiner Lebensdauer und innerhalb des zulässigen Differenzdrucksbereichs aufnehmen kann. Eine vergrößerte Oberfläche ermöglicht auch weiterhin höhere Durchsätze. Hierbei sind Durchsatz und Druckverlust gegeneinander abzuwägen. Bei gegebenen Delta-P-Anforderungen lässt sich das benötigte Equipment kleiner auslegen. Bei gegebenen Anforderungen zum Durchsatz wird sich in der Anwendung natürlich dann ein geringerer Differenzdruck einstellen. Hier ein Blick auf die Filteroberfläche einmal zum Vergleich. Wir reden hier von etwa 3 Zoll im Durchmesser gebauten 10 Zoll Elementen, die je nach Bauart, auf der linken Seite haben wir es mit einem plissierten Element zu tun, auf der rechten Seite mit einem gewickelten, sich signifikant in der Oberfläche unterscheiden. Das plissierte Element hat eine Oberfläche von etwa 0,2 und das gewickelte etwa 0,05 Quadratmeter Oberfläche. Als Regel gilt, dass gewickelte und schmelzgeblasene Filter weniger Oberfläche als deren plissierte Pendants aufweisen. Das gilt gleichermaßen für alle Anwendungen im Gas-, Luft-, Dampf- oder Flüssigkeitsbereich.
Ein kritischer Parameter ist die mechanische Stabilität des Systems. Die betrieblichen Gegebenheiten in ihrer Produktion erlauben natürlich keine Kompromisse bei der Produktsicherheit. Die mechanische und die thermische Stabilität ist daher ein ganz wichtiges Kriterium bei der Auswahl. Als Regel in der Praxis hat sich herausgestellt, dass man von einem Differenzdruck von 5 Bar ausgehen sollte, der sich in Abhängigkeit von der Betriebstemperatur, wenn Sie zum Beispiel ein Fluid auf dem Temperaturniveau von 80 Grad fahren, sich auf etwa 2 Bar reduziert. Bitte verwechseln Sie hierbei nicht diesen maximal zulässigen Druckverlust mit dem Betriebsdruckverlust unter normalen Betriebsbedingungen. Die gemachten Angaben beziehen sich auf die maximale mechanische und thermische Filterstabilität im Fall von Druckschlägen oder im Fall von außergewöhnlichen und kurzfristigen Betriebszuständen. Während Polymermaterialien typischerweise für Temperaturen bis ca. 100 Grad zum Einsatz kommen, finden sich Edelstahlmaterialien in Anwendungen ab 100 Grad aufwärts wieder. Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von Edelstahlfiltern auf geeignete O-Ring-Materialien zu achten ist. Diese O-Ring-Materialien bilden hier den Temperaturengpass, den Bottleneck, und müssen entsprechend thermisch stabil sein. Bei Luft- und Gasfiltern wird eine mittlere bis hohe Stabilität bei Dampfanwendungen, das liegt in der Natur dieses Fluids, des Dampfes, eine hohe Stabilität. Bei Flüssigkeiten und in Abhängigkeit des Filteraufbaus bei Schmelzgeblasenen eine niedrige und bei plissierten Elementen eine mittlere bis hohe Stabilität erzielt. Nun kommen wir zu dem, was eigentlich ein Filter zu tun hat oder zu bewirken hat, nämlich die Rückhaltung von Partikeln zu bewirken. Und zwar dies nach definierten Raten. Es gibt keinen Filter auf der Welt, der alle Partikel, wörtlich alle Partikel zurückhält. Daher werden die Filter nach sogenannter Filtrationseffizienz eingeteilt. Diese Filtrationseffizienz wird in sogenannte nominale, absolute und sterile Grade unterteilt. Hier wird ein Begriff aufgeworfen, LRV, aus dem englischen Logarithmic Reduction Value, der sich auf das Verhältnis zwischen der Anzahl auf der unreinen Seite anströmenden Bakterien und auf der Anzahl von Bakterien auf der abströmenden Seite, und zwar pro Quadratzentimeter, bezieht. Die FDA gibt hier eine Regel vor. Sie sagt, 1 Million oder Log 7, 10 Millionen Partikel, also Bakterien, pro Quadratzentimeter auf der unreinen abströmenden Seite, und ein Partikel darf nur hindurchgehen bis auf die reine Seite, dann spricht man von einem Sterilfilter. Die folgende Grafik verdeutlicht den Effekt der Reduktion von Partikeln und der Filtrationseffizienz. Wenn Sie mit 10.000 Partikeln ins System reingehen und haben eine Effizienz von 90%, werden Sie auf der abströmenden Seite 1.000 Partikel sehen, messen können. Bei 99,99% wird das nur noch ein Partikel sein von 10.000 ursprünglich aufgegebenen Partikeln. In Luft- und Gasanwendungen kommt in der Regel absolute und Sterilfiltration zum Einsatz. In Dampfanwendungen und in Abhängigkeit der Dampfqualität, ob es sich um sanitären oder kulinarischen Dampf handelt, nominale oder absolute Filter. Und in Flüssigkeitsanwendungen werden je nach Anwendung nominale, absolute und Sterilfilter eingesetzt, meistens in entsprechender Abstufung oder Staffelung hintereinander geschaltet mit abnehmender Porenweite bzw. Mikronzahl. Die nächste Frage ist dann logisch, wie verhalten sich Filtrationseffizienz und Druckverlust zueinander? Je nach Typen, Aufbau und Medien unterscheiden sich die Werte signifikant. Als Grundregel gilt jedoch, je höher die Effizienz, desto höher auch der Druckverlust. Je niedriger die Filtrationsoberfläche, desto höher der Druckverlust. Wenn man es andersrum betrachtet, verringert sich der Druckverlust über das Filtermedium, wenn mehr Oberfläche bereitgestellt wird. Um diesen inhärenten Nachteil hocheffizienter Filter auszugleichen, sollte also die Filtrationsoberfläche vergrößert werden, wobei ein plissierter Aufbau dieser Übung sehr zweckdienlich ist. Ich übergebe nun das Wort an meinen Kollegen, Herrn Dr. Peter Schwarz, der Sie durch die weiteren Auswahlaspekte führen wird. Peter. Ja, danke Stefan, und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu unserer Session an diesem Nachmittag.
Und die Punkte, über die ich jetzt in den folgenden Minuten sprechen werde, sind also, in dem Fall Kriterien, die nicht unbedingt für alle Filtertypen zutreffen, die aber bei den entsprechenden Filtertypen eine entsprechend hohe Relevanz haben. Das sind zum Beispiel für insbesondere Sterilfilter, die im Luft-, Gas- oder auch im Flüssigbereich eingesetzt werden, Integritätstests. Ebenso spielt natürlich bei den Sterilfiltern zum Beispiel die Anzahl an Sterilzyklen eine evidente Rolle. Es ist natürlich evident auch, dass in dem Fall für Dampffilter dieser Punkt relative Vernachlässigung finden kann. Dann das Trocknungsverhalten, ein weiteres sehr wichtiges Kriterium, ist wohl nur relevant, wenn es zu Luft- und Gasanwendungen kommt. Und last but not least die Schmutzrückhaltung, die für sowohl Luft-, Gas- als auch Dampf- als auch Flüssigfilter von Bedeutung ist. Lassen Sie mich anfangen mit dem ersten Typ, nämlich den Integritätstest. Dieser kommt naturgemäß bei Sterilfiltern vermehrt zum Einsatz. Und hier gibt es natürlich, basierend auf dem Design des Filterelementes, auch verschiedene Testmethoden. Wenn Sie sterile Tiefenfilter in Ihrem Betrieb einsetzen, so werden die in der Regel mittels eines sogenannten DOP- oder DEHS-Tests überprüft. DOP steht hier für den englischen Ausdruck Dispersed Oil Particulate Test, DEHS für eine Chemikalie namens Diethylhexylsilbakat. Dieser Test basiert im Prinzip darauf, dass das Filterelement mit einem Ölaerosol beaufschlagt wird und man die penetrierenden Tröpfchen auf der ausgehenden Seite misst. Wenn bei Ihnen im Betrieb sterile Luftmembranfilter zum Einsatz kommen, so werden diese in der Regel mittels eines sogenannten WIT-Tests überprüft. WIT steht hier für Water Intrusion Test. Bei beispielsweise mit Flüssigmembranfilter können ebenso bei sogenannten Bubble Point oder Diffusion Tests zum Einsatz kommen. Ein ganz, ganz wichtiges Kriterium ist dabei, dass die Ergebnisse des Bacterial Challenge Tests, der mit jedem Filterelement durchgeführt werden sollte, und des gewählten Integritätstests korrelieren müssen. In der unteren Tabelle sieht man jetzt nochmals die einzelnen Tests, die für die verschiedenen Filtertypen eingesetzt werden, nochmal zusammengefasst. Im Allgemeinen für Tiefenfilter DEHS oder DOP-Tests und für plizierte Membranfilter in Flüssigkeiten Bubble Point oder Diffusion-Tests. Der nächste Punkt ist in dem Fall das Kriterium der Anzahl an Dampfsterilzyklen. Und hier gilt natürlich die Faustregel, je mehr Sterilzyklen ein Filter aushält, desto länger ist die Servicezeit und in der Konsequenz, desto geringer sind die laufenden Kosten. Als Maßstab gilt hier, dass jedes Filterelement, egal ob es beispielsweise im Luftgas oder auch im Flüssigbereich eingesetzt wird, ein Minimum von 100 Dampfzyklen aushalten sollte. Hierbei gilt, entweder 30 Minuten bei 121 Grad Celsius oder 10 Minuten bei 141 Grad Celsius als ungefähre Faustregel. Zusammengefasst auch hier wiederum in der unteren Tabelle, 100 Zyklen sind also für die Anzahl an Sterilzyklen sowohl für Luftgas als auch Flüssigfilter ein Minimum. Wenn es zu gewickelten Filtern im Flüssigbereich kommt, so liegen die maximalen Anzahlen an Sterilzyklen im Allgemeinen bedeutend niedriger, im Bereich von 10 bis 20 Zyklen maximal. Wir haben hier als letzten Punkt noch einen Punkt aufgeführt, und das ist ein neuer Trend, der in den letzten Jahren verstärkt in Europa zu sehen ist und der auf ein Replacement der Dampfsterilisation abzielt. Und zwar ist dies eine Sterilisation der Installation inklusive der Filter mittels VPHP. VPHP steht hierbei für Vapor Phase Hydrogen Peroxide, und auf der kommenden Seite ist jetzt auch ein solches System dargestellt. Die gesamte Anlage wird also nicht mehr mit Dampf sterilisiert, sondern mit Heißluft. Heißluft bedeutet in dem Fall, die Anlage wird gespült mit Luft einer Temperatur zwischen 120 und 140 Grad, wobei diese Luft mit H2O2 versetzt wird.
Die Konzentration an H2O2 in solchen Systemen kann leicht Werte von 5000 ppm oder sogar höher erreichen. Das Verfahren an sich bedeutet eine massive Verringerung der Energiekosten, weil naturgemäß die Erwärmung von Luft leichter geschieht als die Erwärmung von Wasser. Allerdings muss die Voraussetzung gegeben sein, dass alle Komponenten des Systems, inklusive beispielsweise auch vorhandener O-Ringe, für die Resistenz oder eine Resistenz gegenüber H2O2 und diesen hohen Temperaturen aufweist. Dies führt uns jetzt auch zu unserer ersten Umfrage, unserer ersten Poll hier. Und zwar ist die Frage unsererseits, ob Sie in Ihrem Betrieb VPHP zur Sterilisierung bereits einsetzen. Wenn dem so ist, drücken Sie bitte auf den ersten Button, ja, VPHP wird in meinen Installationen eingesetzt, oder entsprechend Ihrer Anlage, ja, ich plane VPHP zukünftig einzusetzen, oder die dritte Möglichkeit, ich benötige weitere Informationen und technische Details. Diese Poll wollen wir entsprechend hier noch im weiteren Verlauf dieses Seminars noch einmal einsetzen, um auch ein wenig mehr darüber zu erfahren, wie Sie in Ihren Betrieben arbeiten und wie wir in Zukunft Produkte oder auch unsere Serviceleistungen besser für Sie entsprechend einsetzen können. Dann warten wir jetzt noch einige Sekunden und dann können wir gleich auch das Ergebnis sehen. Okay, also das ist ja durchaus eine Einschätzung. Wir sind etwas überrascht, aber es ist okay. Wir können uns damit durchaus auch anfreunden, denn auch Dampffilter gehören durchaus zu unserem Portfolio. Im Verlauf zu einem nächsten Kriterium kommen, und zwar das Trocknungsverhalten. Das Trocknungsverhalten ist ein sehr wichtiges. Hello everyone, we appear to have lost one of the speakers, so we'll be right back with you in a few minutes. So, sorry, ich glaube, wir haben hier einige Probleme gehabt, hier gerade mit unserer Telefonleitung. Lassen Sie mich dann nochmal zum Trocknungsverhalten kommen, das hier auf der Folie dargestellt ist. Das Trocknungsverhalten eines Gasfilters beschreibt den Prozess, wie lange es dauert und welche Differenzdrücke auftreten, wenn ein Gasfilter nach einer erfolgten Dampfsterilisation wieder auf normal Null zurückgeht, das heißt komplett trocken ist und seine Arbeit entsprechend wieder aufnehmen kann. Dieses Verhalten ist jetzt auf diesem Chart dargestellt und man sieht hier sehr schön die Unterschiede zwischen den gewickelten Filterelementen und zwei plissierten Filterelementen. Und somit ergibt sich auch das Bild, dass gewickelte Filterelemente im Allgemeinen sehr langsam trocken werden nach einer Dampfsterilisation, während plissierte Filterelemente im Allgemeinen ein sehr viel schnelleres Trocknungsverhalten und somit auch eine kürzere Maschinenstillstandszeit zeigen. Das nächste Kriterium, das letzte Kriterium hier in dieser Reihe ist in dem Fall die Schmutzaufnahmekapazität. Im Gegensatz zu den vorherigen Kriterien gilt die Schmutzaufnahmekapazität oder im Englischen die Dirt Holding Capacity für alle drei Filtertypen, das heißt für Luftgasfilter, für Dampffilter als auch für Flüssigfilter. Und als Grundregel gilt hier, eine hohe Schmutzaufnahmekapazität bedingt eine lange Filterstandzeit und eine lange Filterstandzeit, erfahrungsgemäß auch geringere Filtrationskosten. Ein schönes Beispiel ist in dem Chart hier gegeben zwischen einem Sinterstahlfilter und einem plissierten Tiefenfilter. Während also der Sinterstahlfilter bereits bei einer Beladung von 400 Milligramm eines Staubs hier ein kritisches Niveau von ca. 1600 Millibar erreicht, liegt dieser Wert bei dem plissierten Tiefenfilter gleicher Größe bedeutend niedriger. Auch bei 10.000 Milligramm erreicht dieser Filter erst ein sehr niedriges Differenzdruckniveau von 200 Millibar. Generell gesprochen gilt,
Sobald ein Filter ein Wickeldesign hat, so wird die Schmutzaufnahmekapazität vergleichsweise gering sein. Sobald ein plissiertes Design vorliegt, wird die Schmutzaufnahmekapazität verhältnismäßig hoch sein. Das nächste Kriterium, über das ich hier sprechen will, ist ein Punkt, der im Allgemeinen wenig Beachtung findet, der allerdings eine extrem hohe Relevanz hat, insbesondere wenn es zu Prüfungen des Betriebes kommt. Und zwar geht es in diesem Kapitel um die Dokumentation, die für ein Filterelement zur Pflicht respektive ein Must ist und ein Nice-to-Have. Pflichtdokumente für alle Filtertypen, egal ob es sich um Luftgas-, Dampf- oder Flüssigfilter handelt, sind die hier auf der Folie dargestellten EC-Zertifikationen oder Declarations of Compliance. Hiermit zu nennen ist, dass für jeden Luftgas, für jeden Dampf und für jeden Flüssigfilter, die im Lebensmittelbereich eingesetzt werden, die Eignung für den direkten oder indirekten Lebensmittelkontakt der verbauten Materialien nachgewiesen werden muss. Dies geschieht im Allgemeinen über eine Herstellererklärung bezüglich der EC 1935-2004 oder, wenn es sich um Kunststofffilter handelt, über die EC 10-2011. Die EC 2023-2006 Zertifikation oder das entsprechende Dokument bestätigt dem Käufer, dass dieses Produkt in einer guten Herstellpraxis produziert wurde, was sich in dem Fall auf die Produktion und die Qualitätssicherung entsprechend zurückzieht. Wir haben auch für das Gebiet der Vereinigten Staaten beispielsweise gesonderte Dokumente vorliegen, wie zum Beispiel die FDA Title 21 Declaration of Compliance, die ebenfalls für das Gebiet der amerikanischen Staaten die Eignung für den Lebensmittelkontakt bestätigt. Ein Beispiel für eine solche EC 1935-2004 Erklärung eines sterilen Gastiefenfilters ist jetzt hier auf dem Dokument gezeigt. Es werden also sämtliche Baugruppen, sämtliche Werkstoffe und die entsprechenden Materialien aufgelistet, die in dem Produkt verbaut sind und entsprechend über gesonderte Dokumente im Anhang die entsprechende Eignung für den direkten oder den indirekten Lebensmittelkontakt aufgezeigt. Es versteht sich von selbst, dass ein solches Dokument unterzeichnet und auch datiert sein muss. Weitergehend von diesen, ich würde mal Must-Dokumenten bezeichnen, haben wir dann die sogenannten Nice-to-Have-Dokumente. Diese sind also zusätzliche Dokumente, die für manche Anwendungen definitiv von Vorteil sind oder auch, sagen wir mal, für bestimmte Anwendungen sehr gewünschenswert sind. Wir haben hier zum Beispiel für alle drei Filtertypen haben wir Werkszeugnisse und hier spreche ich über die Werkszeugnisse des Typs 2.2 und 3.1, die also eine Bestätigung der Lieferung mit den entsprechenden Angaben bei der Bestellung bezeugen, unter Angabe entweder spezifischer Prüfungsresultate oder unspezifischer Prüfungsresultate. Dann haben wir des Weiteren sogenannte REACH-Erklärungen, die sich auf die EC 1907-2006 beziehen und die Bestätigung einer Abwesenheit aller Substanzen, die in der sogenannten REACH-Richtlinie vorgesehen sind, bestätigt. In diese gleiche Kerbe schlägt auch dann die Abwesenheitserklärung. Diese bestätigt also die Abwesenheit bestimmter Materialien oder Substanzen. Und hiermit zu nennen wäre zum Beispiel eine sogenannte Phthalat-Freierklärung. Last but not least, in diesen Bereich gehören auch sogenannte Qualifikationsdokumente, die ebenfalls die Performance- oder Qualitätsstandards des entsprechenden Produktes nochmals unterstreichen und bestätigen. Auf der folgenden Folie sehen Sie jetzt zum Beispiel ein solches Werkzeugnis 3.1 und dieses Werkzeugnis 3.1 hier auch wiederum für einen Gastiefenfilter zeigt also den Filterelementtyp, es zeigt die Artikelnummer, es zeigt die Auftragsnummer und natürlich dann entsprechend eine Seriennummer und das dazugehörige DEAS-Resultat.
Es versteht sich auch hier von selbst, dass ein solches Dokument unterzeichnet und datiert sein muss. Last but not least haben wir hier einige Labels aufgelistet, denen Sie eventuell in Ihrer Produktion begegnen könnten. So zum Beispiel das FDA-Label, was bestätigt, dass das entsprechende Produkt, sei es jetzt ein Filterelement oder Filtergehäuse, für den direkten oder indirekten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist. Das Symbol darunter mit Glas und Gabel ist das europäische Pendant hierzu. Es bestätigt also die Eignung des Produktes für den direkten oder indirekten Lebensmittelkontakt gemäß der EU-Richtlinie 1935/2004. Dann haben wir hier das 3A-Symbol. 3A ist eine amerikanische Organisation, die sich jetzt mit speziellen Design- und Qualitätsstandards hinsichtlich Filtergehäusen beschäftigt. Und ein solches Label wird immer dann vergeben, wenn das vorliegende Produkt den Qualitäts- und Designstandards der 3A-Organisation entspricht. Dann haben wir ein weiteres Symbol, welches die Herstellung gemäß der DIN EN ISO 9001 bestätigt. Und last but not least ein Symbol, welches des Öfteren auf Filtergehäusen gefunden wird, nämlich das CE-Zeichen, was unterstreicht, dass dieses Produkt entsprechend den Vorgaben der Druckgeräterichtlinie 2397 EC hergestellt wurde. Nach so viel, ja, ich will es mal sagen, Dokumentation, nach so viel Papierkram, dann vielleicht der interessanteste Teil unseres Vortrags, nämlich welche Einsparmöglichkeiten es gibt. Und auch bei den Filtrationsanlagen gibt es hier durchaus Möglichkeiten, sowohl Investitions- als auch laufende Kosten einzusparen. Und die ersten beiden Beispiele will ich am Beispiel eines Dampffiltersystems zeigen. Hier kann also durch eine optimierte Auslegung der Anlage oder auch durch die Filterelementregenerierung durchaus sowohl Platz als auch entsprechende Kosten gespart werden. Und ein guter Ratgeber für solche Einsparmöglichkeiten sind also unsere Beratungsingenieure oder Ingenieurinnen. Das erste Beispiel, was wir hier haben, ist also eine Dampfinstallation, die kulinarischen Dampf herstellt, das heißt Dampf, der auf ca. 1 Mikron runterfiltriert ist. Hier haben wir einen Dampffluss von 880 Kilogramm pro Stunde bei einem Überdruck von 1 bar, und der Anfangsdifferenzdruck in dieser Installation soll also 100 Millibar betragen. Man kann dieses Kriterium erfüllen, indem man beispielsweise 8 große 30 Zoll Sinterstahlelemente zur Dampffiltration einsetzt. Man kann aber auch die Anlage etwas smarter auslegen und mit einem einzigen 10 Zoll Element eines plissierten Tiefenfilters arbeiten, und somit reduzieren sich also beispielsweise die Gewichte der Filtergehäuse von 135 Kilogramm auf 11 Kilogramm. Entsprechend werden sich natürlich auch die Kosten massiv verringern hier für die kleine Installation und natürlich auch Folgekosten im Bereich der kompletten Verrohrung. Ein weiteres Beispiel, wie man Kosten minimieren kann, in dem Fall laufende Kosten, ist das nächste Beispiel einer Filterelementregeneration. Das Filterelement, was Sie auf der linken Seite sehen, das schwarze Filterelement, war ein plissierter Dampftiefenfilter, der nach einem Jahr in Gebrauch zu uns ins Werk gekommen ist und hier wieder regeneriert wurde. Der Differenzdruck von diesem Filterelement lag bei Ankunft hier bei uns bei ca. 2 bar, also viel zu hoch für den normalen Gebrauch. Dieses Filterelement wurde dann 2 Stunden in einem Ultraschallbad behandelt. Und durch die Ablösung der anhaftenden Kontaminationen gelang es also problemlos, den Differenzdruck dieses Filterelements auf 0,3 bar wieder herabzusenken und somit diesen Filter wieder seiner eigentlichen Aufgabe im Werk zuzuführen. Somit ist also durchaus möglich, über mehrere Regenerationszyklen entsprechend die Lebenszeit von Filterelementen massiv zu verlängern und somit auch Elementekosten einzusparen. Solche Einsparungsmöglichkeiten gelingen natürlich auch bei anderen Installationen, und ich will jetzt auch noch 2 Beispiele aus dem
Flüssigbereich hier mal aufzeigen. Auch hier ist die Möglichkeit, über eine optimale oder optimierte Elementeauswahl sowie über eine Filterelementregenerierung sowohl die Investitionskosten als auch die laufenden Kosten entsprechend zu senken. Und auch hier steht Ihnen unsere Beratungsingenieure gerne zur Verfügung. Das erste Beispiel bezieht sich auf eine partikelfreie Filtration von Wasser. Partikelfrei im Allgemeinen bedeutet, hier wird mit Filterelementen der Stufe 5 Mikron gearbeitet. Und der Kostenvergleich, der hier dargestellt ist, bezieht sich also jetzt auf eine Anlage, die zum einen, das ist die rote Linie, gewickelte Tiefenfilter einsetzt und dass die blaue Linie entsprechende plissierte Tiefenfilter einsetzt. Zu Beginn der Betrachtung sind natürlich naturgemäß die Kosten für den plissierten Filter höher und somit haben wir also Investitionskosten im Allgemeinen von 9.500 Euro in diesem Beispiel gegenüber ca. 6.500 Euro für das gewickelte Element. Allerdings bereits nach 62 Tagen, oder Filtrationstagen besser zu sagen, hier ist hier ein Break-Even erreicht und ab dann verbleiben die Kosten für das plissierte System bedeutend unterhalb von denen des gewickelten Systems. Wir sind also durchaus bereit, Ihnen gerne dieses entsprechende Beispiel und die Kalkulation hierzu auch auf Wunsch zuzuschicken. Das nächste Beispiel ist auch bezogen auf eine Filterelementregenerierung für Flüssigfilter. Und es zeigt hier also auf dem Bild zwei, in der Mitte sind zwei plissierte Tiefenfilter, das sind die beiden Filter in der Mitte, und zwei plissierte Membranfilter, das sind die beiden Filter außen, die kontaminiert waren mit Braunstein. Der Braunstein ist in dem Fall freigesetzt worden, weil ein System zur Entfernung von Mangan und Eisen hier einen Fehler aufwies und somit wurden alle diese Filter entsprechend mit Braunstein geflutet. Solche schwarzen Filterelemente wie die beiden in der Mitte können natürlich nicht mehr normal eingesetzt werden, aber es war durchaus möglich, zum Beispiel diese Filter wieder zu regenerieren, in diesem Fall jetzt durch eine Behandlung mit Oxalsäure. Man sieht auch schön den Effekt der Oxalsäure. Der Membranfilter links außen wurde also 60 Minuten mit Oxalsäure bearbeitet oder gespült, besser gesagt. Die plissierten Filter in der Mitte wurden jeweils im unteren Teil für 120 Minuten gespült und der Filter rechts außen in dem Fall für 180 Minuten. Es gelang also in diesem Fall durch eine Behandlung mit Oxalsäure für 3 Stunden, alle diese Filter wieder auf ein normales Niveau bezüglich des Differenzdrucks herunterzubringen und sie wieder in Betrieb einzusetzen. Und jetzt gebe ich an meinen Kollegen Stefan weiter. Vielen Dank, Peter, für diese Ausführungen. Nach dem, was wir in den letzten circa 35 Minuten gelernt und gehört haben, möchten wir eine weitere Poll-Frage, eine weitere Umfrage starten. Und zwar, die sich auf die Inhalte von soeben bezieht und darauf abzielt, wie Sie in Ihren Betrieben die Betriebskosten senken. Als Möglichkeiten stehen hier zur Verfügung, durch geringere Investitionen bzw. durch weniger Ausgaben beim Equipment, durch Energieeinsparungen, zum Beispiel durch geringeren Differenzdruck oder durch eine Verlängerung der Filterstandzeiten. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier abzustimmen. Wie wir bereits erwähnten, laufen Investitionen und Betriebskosten teilweise gegenläufig. Das heißt, teureres Equipment ist in der Lage, Betriebskosten einzusparen. Günstigeres Equipment kann sich teilweise dann vorteilhaft auswirken, wenn es weniger oft eingesetzt wird, beziehungsweise Filterstandzeiten können erhöht werden durch die Maßnahmen, die mein Kollege Dr. Schwarz gerade dort präsentiert hatte, sodass also dort abzuwägen ist, ob er auf der Investitionsseite oder er auf der Betriebskostenseite sich Einsparmöglichkeiten insgesamt bei den Gesamtkosten ergeben. Wir schauen uns jetzt einmal das Ergebnis an.
Wir sehen hier Energieeinsparung durch geringeren Differenzdruck, wie sich die Waage halten mit verlängerten Filterstandzeiten. Das sind eigentlich Kriterien, die wir in dieser Form auch erwartet hatten. Das heißt, durch die Auswahl geeigneter Filtermedien, Filterkonfigurationen, Filterdesigns oder Aufbauten, gepaart mit den Möglichkeiten, die Standzeiten der Filter durch entsprechende Regeneration oder durch die häufigeren Sterilisationszyklen eines Filters, lassen sich tatsächlich hier Kosten einsparen. Wir sind gerne bereit, Ihnen weitere Informationen hierzu zukommen zu lassen. Um kurz zusammenzufassen, unter allen Umständen ist die Produktionssicherheit das oberste Gebot, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten. Es ist sicherzustellen, dass alle Filtrationssysteme die Anforderungen an die mechanischen, thermischen und chemischen Anforderungen hinsichtlich der Stabilität erfüllen und dass die Filtrationsleistung auf die Anforderungen in ihrer Anwendung zugeschnitten ist. Alle in Lebensmitteln und Getränken verwendete Produkte müssen den gesetzlichen Regularien der EU und im nordamerikanischen Raum der FDA entsprechen und müssen entsprechend getestet und validiert sein. Die Auswahl an Filtern muss sich flexibel den Anwendungsnotwendigkeiten an neue Technologien anpassen, zum Beispiel der soeben erwähnten VPHP-Technologie. Über die gesetzlich vorgeschriebene Dokumentation hinaus sollten auch spezifische Leistungsmerkmale und Materialspezifikationen dokumentiert sein, die die Anwendbarkeit in ihren Prozessen nachweisen. Schlussendlich ermöglicht sich bei geeigneter Filterauswahl nach Aspekten wie Schmutzaufnahmekapazität, der Anzahl der zulässigen Sterilisationszyklen, dem Druckverlust und der Regenerierbarkeit der Filter ein optimiertes System, welches das Investment und die Betriebskosten zueinander abwägen und die gesamten Systemkosten ermitteln, die sogenannten Total Cost of Ownership minimieren. In kurzer Zusammenfassung, die richtige Auswahl führt zu einer sicheren, kosteneffizienten und konformen Filtrationslösung. Wir kommen nun zu dem Frageteil. Tarek, we are to the question. To the question parts. Sie haben nun die Möglichkeit, uns Ihre Fragen zukommen zu lassen, die wir gerne für Sie beantworten. Falls Ihre Frage aufgrund der Anzahl an Fragen, die in den nächsten 10 Minuten uns erreichen, nicht beantwortet werden kann, das ist nicht schlimm, wir werden dann mit Ihnen Kontakt aufnehmen und Ihnen gegebenenfalls dort die Fragen dann beantworten. Sie können sie uns gerne dann zuschicken. Die entsprechenden E-Mail- und Kontaktadressen werden wir Ihnen am Schluss dieses Webinars entsprechend zukommen lassen. Hier haben wir Fragen. Es ist eine Frage aufgetaucht. Wen kann ich fragen, wenn ich irgendwelche Fragen, Antworten zur Dampfsterilisation habe? Ja, dann klinke ich mich an der Stelle wieder ein. Prinzipiell ist natürlich jeder Außendienstmitarbeiter, jeder unserer Service Engineers, jeder unserer Beratungsengineers ein direkter Ansprechpartner für Fragen zur Dampfsterilisation. Donaldson hat darüber hinaus für jedes Filtrationsprodukt auch ein extra Dokument angefertigt, wie entsprechende Sterilisationen mit diesem Filterprodukt durchzuführen sind. Und es gibt auch hierzu noch von Donaldson einen ca. 60 Seiten großen Sterilisations-Guideline-Leitfaden und der ist auch in Deutsch und in Englisch verfügbar. Eine weitere Frage, die uns erreichte. Worauf muss ich achten, wenn ich plane, eine VPHP-Sterilisation einzuführen?
Nun, wie eben schon gesagt wurde, VPHP steht für Vapor Phase Hydrogen Peroxide. Das heißt, es wird hier ein doch sehr aggressives Gemisch genutzt, Gasgemisch in dem Fall genutzt, um Leitungen als auch Filtrationseinrichtungen zu sterilisieren. Der große Vorteil, nochmals gesagt, ist die verhältnismäßig geringen Energiekosten, die hier zur Sterilisation notwendig sind, beispielsweise im Vergleich zur Dampfsterilisation. Allerdings ist dieses sehr aggressive Gasgemisch auch natürlich sehr aggressiv, nicht nur gegenüber Mikroorganismen, sondern auch gegenüber zum Beispiel Kunststoffen, die hier eingesetzt werden. Und somit ist also unbedingt als Notwendigkeit hier gegeben, dass die eingesetzten Kunststoffe zum einen die hohen Temperaturen von 130, 140 Grad aushalten, zum anderen aber auch die sehr aggressive und korrodierende Wirkung des H2O2 tolerieren. Idealerweise sind Filterelemente hier aus anorganischen Materialien gebaut, wie zum Beispiel Edelstahl oder auch Borosilikat. Eine Frage tauchte noch einmal auf, die auf VPHP abzieht. Wofür steht VPHP bzw. H2O2 und wie funktioniert das? Vielleicht noch einmal zur Erklärung. Nun, H2O2 ist in dem Fall die H2O2 ist die Abkürzung oder die chemische Formel für Wasserstoffperoxid und VPHP ist der englische Begriff für Vapor Phase Hydrogen Peroxide, das heißt also in dem Fall Dampfphasen Wasserstoffperoxid. Nochmal vielleicht ganz kurz gesagt, die Anlage wird also nicht wie in der konventionellen Weise mit Sattdampf geflutet, sondern die Anlage wird mit Heißluft geflutet und diese Heißluft ist versetzt mit Wasserstoffperoxid und dieses bildet dann ein zu allen Mikroorganismen, auch zu Sporen, ein sehr, sehr aggressives Gemisch. Eine weitere Frage. Sehr oft tendieren die Filter, die ich in meiner Brauerei einsetze, dazu, schnell zu verblocken. Was raten Sie mir hierzu? Als ein sehr probates Mittel, Filter in der Brauerei, insbesondere in der Brauerei, zu regenerieren, hat sich der Einsatz von Natriumhypochlorid erwiesen. Natriumhypochlorid kann beispielsweise über Nacht eingegeben werden in die Filtergehäuse. Das heißt, die Gehäuse werden oben geöffnet. Es wird dann eine 1-2%ige Lösung von Natriumhypochlorid über Nacht im warmen Wasser des Gehäuses stehen lassen. Und dieses Natriumhypochlorid oxidiert beispielsweise kolloidale Anhaftungen oder Kontaminationen in exzellenter Weise. Am nächsten Morgen wird dann die über Nacht stehende Lösung abgelassen, zumindest dann in die Kanalisation abgelassen und das Gehäuse anschließend gründlich, würde ich mal sagen, mit Wasser gespült und dann kann entsprechend die Filtration wieder von neuem beginnen. Eine weitere Frage. Sie erwähnten die Regenerierung von Flüssigkeits- und Dampffiltern. Ist es auch möglich, sterile Luftfilter zu regenerieren? Im Allgemeinen ist die Regeneration von sterilen Luftfiltern etwas schwieriger. Man kann eine Regeneration durchaus an Membranfiltern erreichen, durch eine entsprechende chemische Behandlung. Bei Tiefenfiltern sieht die Situation schon etwas sehr komplizierter aus. Tiefenfilter können im Allgemeinen durch Rückspülung, wie zum Beispiel bei sehr groben Tiefenfiltern, regeneriert werden oder bei Edelstahl-Tiefenfiltern. Das ist allerdings bei Tiefenfiltern für sterile Luftanwendungen im Allgemeinen nicht möglich. Von daher gesehen sollte man eigentlich von der Regenerierung von sterilen Tiefenfiltern für Luftanwendungen Abstand nehmen. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass die Verblockung von sterilen Tiefenfilter für Luftanwendungen im Allgemeinen nicht sehr häufig vorkommt. Dies sind die Filterelemente am Ende einer, zum Beispiel einer Druckluftleitung, wobei schon im Vorfeld vieles,
was die Tiefenfilter blockieren könnte, entsprechend abfiltriert wurde, sodass die Tiefenfilter tatsächlich nur noch mit Mikroorganismen in Kontakt kommen. Eine weitere Frage zielt fernerhin auf die Reinigbarkeit der Filter ab. Ich habe nicht die Möglichkeit, meine Dampffilter per Ultraschall zu reinigen. Gibt es eine andere Möglichkeit, sie zu regenerieren? Ja, durchaus. Die Reinigung mit Ultraschall ist zwar eine sehr komfortable Geschichte, allerdings ist es verständlich, dass nicht jeder für ein 30 Zoll Filterelement ein entsprechendes Regenerationsbad zur Verfügung hat. Speziell die Dampffilter können beispielsweise auch problemlos zurückgespült werden. Das heißt also, die gleiche Art der Regeneration, wie man das beispielsweise bei groben Vorfiltern einsetzt, auch hier wird einfach dann entsprechend das System rückgespült und somit also die anhaftenden Kontaminationen, insbesondere an der Außenseite, aus dem System entfernt. Eine weitere recht unkonventionelle Methode ist gegeben durch Hochdruckreiniger. Auch Hochdruckreiniger, insbesondere bei Edelstahlelementen, ermöglichen die Möglichkeit, die Filter zu regenerieren. Hier wird einfach der Hochdruckreiniger in den Innenteil gehalten und entsprechend die Matrix mit dem Hochdruckreiniger von innen nach außen ausgespült. Hier eine Frage zur Stabilität der Filter. Früher haben offensichtlich Wasserschläge und Druckschläge einige meiner gesinterten Dampffilter beschädigt. Was kann ich dagegen tun? Im Allgemeinen empfehlen wir, wenn es zu einer Dampfinstallation kommt, die gesamte Installation oder die Verrohrung mit einem leichten Neigegrad auszustatten, sodass also sich in den Leitungen sammelndes Wasser nach unten ablaufen kann und am Knick der Leitung entsprechend über eine, Kondensatfalle abgeleitet wird. Das hilft im Allgemeinen sehr viel hinsichtlich der Vermeidung von Wasserschlägen. Allerdings ist es im Allgemeinen auch so, dass insbesondere die Sinterelemente, wenn sie eine große Porenweite haben, wie so zum Beispiel 25 Mikronen oder größer, auch sehr empfindlich gegenüber Wasserschläge sind. In diesem Fall würde man eher auf plissierte Tiefenfilter gehen, denn die Matrix dieser plissierten Tiefenfilter ist im Allgemeinen doch bedeutend stabiler als die von Sinterstahlsystemen. Falls es weitere Fragen gibt, möchten wir Sie bitten, die uns jetzt noch anzuzeigen. Im Moment scheint es keine weiteren Fragen zu geben. Tarek, I think the questions were answered. Yes, that's question right. We have received. Much. Yep. Thank you very much. Yes, and we are just about out of time anyway. So thank you very much to everyone who asked the question. And that just leaves me to thank Peter and Stefan for what was a great presentation, and also to thank Donaldson Filtration for sponsoring this session. To the attendees, everyone here, you will receive an email very shortly, and that will tell you how you can access the on-demand version of this webinar, or you can access this through our website. That website is www.business-review-webinars.com. I'd like to remind you that the green resource list widget is still available, and if you click that, you'll be able to view or download some PDF files that are relevant to this webinar. We look forward to sharing further webinars with you, so please do keep an eye out on our social media, keep an eye out on the website I just mentioned, and follow us on Twitter, that's @BRWebinars for daily updates, and join our LinkedIn group as well, Business Review Webinars. Back to the speakers, is there anything else you'd like to say before we end? Yeah, absolutely. Thanks, Derek. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter cap-europe@donaldson.com. oder unter processfilters@donaldson.com.
Falls Fragen aufgetaucht sind, falls Ihnen im Nachgang dieses Webinars, dieser Präsentation noch Fragen einfallen, bitte schicken Sie diese Fragen an diese beiden Adressen. Und wir freuen uns auf Ihre Fragen. Wir sind bereit, sie sofort zu beantworten und mit Ihnen in Kontakt zu treten. Es wäre auch sehr schön, wenn Sie sich zwischendurch die Zeit mal nehmen könnten, uns einmal auf YouTube zu besuchen unter www.youtube.com/user/donaldsonfilters. Schauen Sie einfach mal rein. Wir freuen uns über den Feedback und recht herzlichen Dank an alle Teilnehmer dieses Webinars heute. Back to you, Tarek. Thank you very much to everyone for your time and attention today, and I hope you all have a lovely day. Thank you.